macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Hallo und herzlich willkommen zu LOL Kompakt, dem wahrscheinlich kompaktesten Format, seitdem Insek nicht mehr smiten kann. Mein Name ist Niklas, aka Behaart mit Bart, und ich werde euch jetzt die letzte Woche nochmal so ein bisschen näher bringen. Na, was E-Sport angeht, die LCS ist ja schon vorbei, die LCK aber, die hatte ihr Finalspiel in dieser Woche. Und das ist natürlich auch das Match of the Week, solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken. Zieht's euch rein, Link dazu ist wie immer in der Beschreibung. Ja, und mit der LCK fangen wir natürlich auch wie immer direkt an, und da hatten wir in dieser Woche Kingzone Dragon X gegen Africa Freaks im Finale, und das, Leute, war eine richtig geile Begegnung. Wunderbares League of Legends wurde wie immer gespielt, und im ersten Spiel, da hatte Africa Freaks ja auf der Botlane wieder Varus und Tahm Kench, was für Kramer und Tuzin ja eine Paradelane eigentlich ist, und das hat man auch wieder gespürt. Die waren sehr aktiv auf der gesamten Map, sind da immer schön schnell hinterher rotiert mit der Tahm Kench Ultimate, haben sich dadurch unter anderem die Drachen und zwei Barons sichern können. Und auch auf der Toplane hat Keen es geschafft, Khan solo zu töten, was auch schon mal eine sehr, sehr starke Leistung ist. Also das gesamte erste Game, Africa Freaks mit einer astreinen Performance und mit einem ziemlich eindeutigen Sieg. Im zweiten Spiel hat Kingzone sich dann eine etwas andere Taktik überlegt. Sie haben zum einen Sion in die Mitte gesetzt, was wir sehr häufig in dieser Woche gesehen haben, gegen Gaio. Das bedeutet ein frühes Kommandobanner, um da die Roaming-Möglichkeiten von ihm und vor allem seinen Push zu unterdrücken. Sion an sich in der Mitte aktuell sehr, sehr stark, auch dadurch, dass er halt so gut pushen und roamen kann. Mit seiner Ultimate ist das leicht machbar. Und dadurch, dass diesmal Prey und Gorilla auf Seiten von Kingzone Kaiser auf der Botlane hatten, also auch über sehr viel Roaming-Möglichkeiten verfügt haben, war dieses Spiel sehr, sehr schnell wieder von Kingzones Tempo geprägt, was sie ja sehr häufig an den Tag legen. Es waren schöne Tower-Dives dabei, sie haben es da immer wieder geschafft, Gegner zu catchen, rauszunehmen und sich dadurch nach und nach einen Vorteil erspielt, den sie bis zum Ende halten und ausbauen konnten. Dadurch der Ausgleich im zweiten Spiel 1:1 für Kingzone. Im dritten Spiel hatten Kramer und Tuzin dann schon wieder Tahm Kench auf ihrer Seite. Man hat hier gemerkt, Roam liegt ihnen auf jeden Fall. Aber auch was das Pushen angeht, was die Kommunikation bei Africa Freaks angeht, waren sie im zweiten Spiel sehr stark. Sie haben dann einen guten Trade auf der Toplane hingelegt, wo man sogar den Tier 2 Tower holen konnte, während die Gegner dann nicht ganz so viel auf der Botlane bekommen konnten. Africa Freaks hat sich also im dritten Game einen kleinen Vorsprung sichern können, der aber immer wieder abgeflacht ist. Kingzone hat sich da gerade in den Teamfights durchsetzen können, wo auch Kramer, muss man sagen, vielleicht ein bisschen zu aggressiv war. Na, gerade zwischendrin ein so ein Flash mit Jhin, wo er den letzten Auto-Tech noch durchkriegen wollte. Hat seinem Team da mehr oder weniger den Teamfight gekostet. Also da schien Africa Freaks nicht hundertprozentig konzentriert zu sein, und das hat Kingzone einfach komplett ausgenutzt. Man hat auch gemerkt, dass da irgendwann so ein gewisser Punkt überschritten war, in dem Kingzone diese Pausenzeit, die sie hatten, weil sie ja sehr lange nicht mehr gespielt haben, überwunden haben. Sie sind nach dem ersten Game gut reingekommen, und auch im vierten Spiel hat man dann so langsam aber sicher gemerkt, wie gut eigentlich Kingzone wirklich funktioniert. Sie haben Jace auf der Toplane gehabt, wieder mit Khan, Paradepick von ihm, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, weil er halt sehr spezifisch funktioniert. Er muss in den Split-Push kommen, muss da in der Lane nach vorne kommen, und das hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit Richtung Toplane gezogen. Er hat auch ein paar Kills abgegeben, muss man sagen, da hat Africa Freaks sehr gut reagiert und mit einer Camille geantwortet, die natürlich auch im 1 gegen 1 sehr stark ist, hat da Jungle-Fokus auf die Toplane geschoben. Allerdings hatten die anderen Lanes dadurch viel, viel mehr Freiraum. Und gerade Kaiser, die dann irgendwann auf 4 Items war, ist halt einfach Mitte-Runde E-Sport-mäßig durchmarschiert. Die haben sich den Inhibitor geholt, am Ende sogar geaced. Und damit ging das Ganze mit einem 3:1 an Kingzone. Sehr souveräner Sieg in der Gesamtsicht natürlich. Africa Freaks immer wieder mit kleinen Fehlern, die Kingzone einem natürlich nie verzeiht. Und damit Kingzone, wie zu erwarten eigentlich, sie waren ein großer Favorit, Champion in der LCK. Wir werden sie auf den MSI auch auf jeden Fall sehen, und da werden sie ein sehr, sehr schwieriger Gegner für die meisten Teams, wenn sie sich weiterhin so halten können. Dann haben wir natürlich noch die European Masters, und da haben wir in dieser Woche mit der Play-In-Phase angefangen. BIG hat es da leider nicht rausgeschafft als deutsche Organisation. Welche beiden Teams aber weitergekommen sind, sind Movistar Riders, die jetzt in der Gruppenphase inzwischen schon ein paar Probleme haben, und Clicktech, die aktuell richtig gut performen und von vielen da schon als Favorit bzw. als einfach gutes Team für die Spitze angesehen werden. Ja, und spannend ist es natürlich auch, weil Origin wieder am Start ist mit ihrer Mega-Lineup, worauf eigentlich jeder diese Woche gewartet hat. Gestern war es dann auch soweit, und ja, Forgiven und Co. hatten es nicht leicht gegen Clicktech, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen für die Botlane sah es in der Pick-and-Bun-Phase schon nicht allzu gut aus, denn Caitlyn und Morgana auf Seiten von Clicktech sind schon mal ein ziemlich harter Gegner für eine Tristana, die mit einem Alistar antreten muss. Forgiven hat es aber trotzdem geschafft, in der Lane nach vorne zu kommen, farmmäßig. Ist auch nicht einmal im Spiel gestorben,
hat das Ganze aber trotzdem mit 0-0-2 beenden müssen. Denn insgesamt hat Origin diese Begegnung verloren gegen Clicktac. Und das lag unter anderem an Insect, muss man sagen. Der hat sich für Kha'Zix entschieden. Und Kha'Zix will ja normalerweise früh nach vorne kommen, snowballen. Und das war hier einfach nicht der Fall. Er wurde immer mal wieder gecatcht, hat da in Stefan seinen Erzrivalen gefunden. Stefan performt ja auch super gut gerade in den European Masters. Aber auch die Mitte mit Milica waren wieder astreine Plays dabei. Clicktac muss man aktuell wirklich loben. Ja, und Origin, wie einige Leute schon erwartet haben, fehlt es dann auch so ein bisschen an Kommunikation. Es wurden einige Fehler gemacht, die so normalerweise natürlich nicht auftreten dürfen. Man hat allgemein bei Origin schon gemerkt, dass ihre Teamcomps so ein bisschen um Solo-Carries aufgebaut waren. Sie sind halt alles sehr starke Persönlichkeiten in diesem Team. Vielleicht funktioniert das ja heute. Müssen wir einfach abwarten. Gruppe A wird aktuell angeführt von Gamers Origin und direkt danach kommt Illumina Gaming, die auch sehr gute Aussichten auf das Weiterkommen in die Playoffs haben. Schlusslichter bilden da an der Stelle noch Penguins und Ad Hoc Gaming. Die Gruppe B ist wahrscheinlich noch die ausgeglichenste. Na, jedes Team sollte da auf jeden Fall noch die Möglichkeit auf den ersten Platz in der Gruppe haben, je nachdem, wie die kommenden Spieltage aussehen werden. Und Gruppe C und Gruppe D sind der Gruppe A recht ähnlich. Du hast einen klaren Favoriten an der Spitze. Das sind Clicktac und Mad Lions, die auch schon mehr oder weniger als Favoriten fürs Turnier gehandhabt werden. Und direkt danach kommt dann der Zweitplatzierte mit jeweils einem Sieg. Das sind XL Esports. Und in Gruppe D, Ninjas in Pyjamas. Und das Ende in Gruppe C bilden hier Origin und Euronics. Und in Gruppe D sind das SPG Esports und Movistar Riders. Wird also nochmal sehr, sehr spannend werden, Leute. Verpasst das Ganze nicht, schaltet ein. Eigentlich jeden Tag 18 Uhr beginnt das auf dem ESL-SummonersIn-Kanal. Nicht auf SummonersIn-Live, sondern dem ESL-Kanal. Link ist in der Beschreibung. Dann haben wir noch den guten alten King of Spandau und da hatten wir die letzte Runde vom großen Finale in dieser Woche. Da solltet ihr euch auf jeden Fall das zweite Spiel geben. Denn Johnny hat gezeigt, dass sein Champion Pool nicht nur aus Anivia und Morgana besteht. Außerdem gab es am Ende nochmal einen geilen Pentakill. Insgesamt war das Ganze ein 3:1 für das Spandauer Inferno gegen Enro. Und das sah ziemlich, ziemlich gut aus. Ein schöner Hinblick auf das Finale, was bald kommen wird. Ja, und dann natürlich unsere Frage an euch. Das könnt ihr sogar gerne abstimmen. Wer denkt, ihr wird das Finale gewinnen? Ist es tatsächlich Spin oder sind es die Gegner? Das Ganze findet am Mittwoch um 18 Uhr statt. Schaltet da also auf jeden Fall ein. Wir freuen uns auf euch. Es werden geile Games. Ich bin hyped. Allgemein gibt es in dieser Woche festzuhalten, Sion in der Mitte sehr stark in bestimmten Matchups und wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen zu sehen sein. Und Kaiser, Leute, oder wie Sola sagt, Kaisa, ein sehr starker Champion, hat wirklich richtig starkes Potenzial, wenn sie mal auf 3-4 Items ist und kann da die meisten anderen Carries im 1 gegen 1 gut auseinandernehmen. Also da kann man auch immer schön Protect the Carry Comps drum aufbauen. Na, es gibt sehr viele Möglichkeiten aktuell metamäßig und das finde ich sehr, sehr cool. Macht das Ganze auf jeden Fall sehenswert. Ja, und apropos sehenswert, schaltet bei den European Masters ein. Die laufen gerade, wenn ihr es abends guckt. Geht bis 0 Uhr, wird geil. Ansonsten war es das mit LoL Kompakt für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis demnächst, euer Bart. Ciao. European Masters!